Servus, Christian, herzlich willkommen zu diesem neuen kurz- und bündigen Projekt. Das ist ein Oldtimer, Youngtimer Projekt. Ich habe dann einen IAC, einen alten Dominator, aber ich war ein Nächern, zum Beispiel da, ein Steirer, ein 1,45, den Kuhn-DLC da und einen neuen Gruber und ein paar neue Maschinen, ein paar alte Maschinen bei dem Projekt jetzt auch mit. Ich will euch einfach sagen, dass man nicht immer groß fahren muss, sondern dass man auch mit den kleinen Maschinen Spaß haben kann, dass die das Sagali dabei gibt. Und ich will das Projekt nicht riesengroß machen, so wie das Forst-Projekt, sondern ich will das Projekt so machen, wie soll ich sagen, es soll halt keine 15 Minuten sein, sondern so 10 Minuten wieder. Wir haben da auf den Hof, warte, schauen wir mal, 69 Schaf, 30 Kühe. Also ich habe mal den ganzen Geld hin und her, habe mal die Viecher auch gekauft noch nebenbei. Und wir werden jetzt einmal anfangen, dass wir einen Mist am Acker bringen. In dem Sinne haben wir da drei Traktoren. Einmal in einen Lindner, einen restaurierten. Das ist ein Lindner, den hat wer konvertiert. Ich glaube Oldtimer Fan oder Oldtimer Farmer heißt der. Ich habe meine Textur für. Das ist alt, ist der restaurierte. Teilweise ist er noch ein bisschen dreckig. Aber wenn man die zwei nebeneinander hinschauen würde, hier bei dem Spiel drinnen, würde man einen Unterschied erkennen. Und ja, also mein restaurierter ist da drinnen nochmal. Dann haben wir jetzt vom Niklas, von meinem Partner im Molling-Team in Steyr mit IC und allem dran. Der Ding hat 45 PS, der Steyr da hat Standard 145 PS, aber der ist chipped und hat 160, 180 PS. Ich bin mir aber nicht gerade sicher. Dann da haben wir IHC, der hat glaube ich 580 oder sowas, weiß jetzt gar nicht. Müssen wir mal schauen, da. Als 90 oder muss auch wissen und dann Terminator als Drescher. Gemütlich, klar und passend für den Hof. Gruber haben wir halt den Stange, was er mal von gegeben hat, und einen kleinen Zeta, Mähwerk, ja, ist immer noch Standard geblieben. So, jetzt reden wir nicht weiter drum herum. Jetzt hängen wir an die Maschinen. Ja, ich hoffe noch mal. Es gibt wohl einen drinnen. Genau. Wir werden da jetzt einfach mal in Frontlader hängen. Interner? Nein. Front oder glaube ich, der steht da hinten. Der Sand irritiert mich gerade ein bisschen. Irgendwas passt da gerade mit dem Sand nicht, aber Luft, dass das vielleicht den Luft fräst, da kann ich ja nicht. Gerade eher wenig. Weniger drin. Herkunft. Richtiger Gang brauchen wir. Erst, warum geht da der Retourgang schon wieder rein? Das ganze Sierflickenherz, wisst ihr genau, dass ich geschalten habe. Aber warum das er kriegt, wo er nicht reinschaltet. So, da war. Ich will trotzdem hinten ein Gewicht aufgeben, auch wenn wir es vielleicht nicht brauchen. Sicherheit ist Sicherheit. Jetzt ist er wieder gegangen.
Pseudola. Wir wehren uns jetzt aber. So, wie machen wir das jetzt? Ich habe jetzt auch Feld schon mal in der Schule, weil wir Zeit haben zu spielen und da habe ich genau das hab ich gemacht. Und da haben wir aber eigentlich keine Brache, das heißt keine offene Flächen. Interreif. Das heißt, wir werden den Mist einmal so einfach ausführen mit einem anderen Traktor. So, und der nur frei ist, dann werden wir mit denen fahren. Auf jeden Fall, und da ist auch, aber den alles hier eh dann, wie soll ich sagen, oh weh, das war der Autosave drinnen, das heißt, dass ich besser fahren kann mit dem. Und dass man auch manuell schalten kann. Da machen wir jetzt auch, da machen wir wieder. I Fotomodus aus 54. Ah, die brauchen wir jetzt keine, weil das ist ja so Oldtimer-Projekt. Also der schafft das auch, der Traktor ist ein bisschen unrealistisch von der Zugkraft her dann. Aber normal gehört der IHC aufgehen. Man müsste einfach einmal da rauskriegen, vielleicht ist dann die Sauberkeit anders. Ist jetzt nicht perfekt hergestellt, aber so, dass man vielleicht was anfangen könnte. Jetzt ist das Lenkrad sicher vermehrt klicken, was vorher war. Irgendwas wird jetzt noch tun. So. Drei, glaube ich, das reicht gut, so wie das ist. Das müsste halt auch reichen. Ja. Schnell. Also warte, normal. Er bleibt eh. Der Zwischen ist herumgeschaut. Warte. Schaut jetzt leer aus, das heißt. Hoppala, hoppala, hoppala. So da la. Fit brauchen wir sicher nicht. Zweite haben wir dann mit 10,15. Wenn die kmh da vorne, dann braucht er nicht mehr übertreiben und so wieder. So wie da Vollgas einsteigen, dass er eine 18 Wickel fährt. Sondern. Also von denen mal kurz da so stehen und wir werden jetzt mit dem Traktor da einfach so, voilà.
schon selber fahren. Untergang. Einschiff, das wird nicht funktionieren. Immer schön langsam zurückschieben. So, da. Ich hoffe, dass die Grafik auch ziemlich passt beim Schutz im zweiten Bildschirm. Also, das war jetzt ein bisschen unnötig gescheut, wenn ich ehrlich bin. So, wir werden jetzt schauen, dass wir das unten aufhören, sonst, ja. Man müsste mal da eh vorbeikommen. Ja. Wir haben so langsam im Landschaftssimulator die Geschwindigkeit macht und das Ganze also mehr oder weniger verpixelt ja. Der Landwirtschaftssimulator verpixelt ja nicht dann, wenn man. So, da la wie von davon suchen. So, das war jetzt einmal die erste Folge im Thema Oldtimer Youngtimer Projekt. Das ist halt das erste Zwischenprojekt dabei. Ich will jetzt die Folgen wirklich so nur 10 Minuten machen, dass man sich zwischendurch anschauen kann. Und man hat ein bisschen mehr Zeit dafür, als wenn das Video wieder 20, 25, 20, 17 Minuten lang ist, wie es auf dem Forstprojekt war. Und die Leute haben da auch viel mehr Spaß sich dabei, hoffe ich. Schreibt es mal in die bitte in die Kommentare, ob ihr das besser findet, was es zu dem Projekt sagt. Oldtimer Young Projekt, wir werden da jetzt unter Anführungszeichen Schweinezucht und Rinder machen. Und dass man so ein bisschen erwirtschaftet, ein bisschen Geld. Das Geld, was wir gerade haben, ist nur Kredit. Also nicht schrecken, warum wir so viel Geld haben. Ich habe mir kein Geld dazu gecheatet, wie man das sagen will. Ich habe mir die ganzen Gerätschaften umgetauscht, verkauft, gekauft. Ein bisschen an Geld und ein bisschen an Vieh habe ich auch noch dazu gekauft. Und schreibt es mir mal, was ist zum Fuhrpark sagt. Zwei kleine Traktoren und der größere sicher 100, 160, 180 bis was der Gas hat. Ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr gerne über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch das Projekt gefällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und wenn ihr noch nicht abonniert, könnt ihr natürlich kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und dann seht ihr immer am Laufenden, wenn ich ein neues Video ausbringe oder wenn es ein neues Video von diesem Projekt gibt. Also danke nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!